Ja, über B2B-Marktplätze, Kataloge, SAM sprechen wir ja seit, denke ich, 30 Jahren. Jedenfalls so lange beschäftige ich mich schon damit. Aber ich glaube, was ein ganz neuer Kontext ist, was, denke ich, auch gut an das Thema von Funke heute Morgen anknüpft, ist die Sache, diese Dinge im Kontext oder in S4HANA zu betreiben, ja. Also eben, obwohl ja SAP Ariba und andere Systeme hat, ja, dass man es sozusagen im Kernsystem betreibt. Und da sind wir, glaube ich, alle sehr interessiert zu sehen, wie das so praktisch funktioniert und hoffen sehr, dass das Internet stabil ist, oder? Dass der Realtime-Case auch gezeigt werden kann. Ich begrüße Herrn Moll von B-Niering. Ja, und der wird uns jetzt mehr dazu sagen. Ja, vielen Dank, Frau Borgmann, für die Einführung. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag zum Real-Time Procurement. Ich möchte Sie jetzt auf eine kurze 15-Minuten-Reise nehmen, und zwar, wenn alles klappt, auch mit einer Live-Demo, deswegen steht hier auch mein Tisch. Mit Real-Time Procurement werden wir Ihnen eine Lösung vorstellen. Ich nenne es manchmal in anderen Worten ein sexy Frontend für das SAP-System, weil unsere Kunden, die stark sind, haben ein ERP-System auf Basis von SAP. Und wie können wir das Ganze erweitern über die Digitalisierung und die neuen Cloud-Möglichkeiten? Real-Time Procurement heißt das deswegen, weil wir quasi in Echtzeit aus der Cloud mit dem SAP-System arbeiten. Aber dazu sehen Sie gleich ein bisschen mehr auch in einer Live-Demo. Vorab vielleicht zwei, drei Folien, um kurz einzuführen, wer wir sind, was wir machen. B-Niering, mein Name ist Christoph Moll, Geschäftsführer der B-Niering GmbH. Unsere Mission besteht darin, dass wir Guided Buying und Usability an den Endanwender bringen wollen. Auch in dem Aspekt, dass wir die Möglichkeiten mit anbinden wollen, Marktplätze zu integrieren, ein Sourcing mit zu integrieren, wirklich den Benutzer durch den ganzen Prozess zu führen. Wir benutzen uns der Cloud-Technologie, weil ein ERP-System als solches in der Regel dem Internet verschlossen ist. Das heißt, ich kann das gar nicht, auch wenn ich möchte, nicht ins ERP-System einbauen, weil das steckt nun mal hinter der Firewall bei dem Kunden und da können Lieferanten, eine Lieferantenkollaboration kann nicht so effizient damit auflaufen. Deswegen hybride Cloud, so nennen wir das ganze Produkt. Wenn Sie auch recherchieren im Internet und Magazinen, dann stellen Sie fest, es gibt auch vielerlei die Ansicht, dass die hybride Cloud auch die zukünftige Lösung ist. Das heißt, Sie haben einen Teil, haben Sie On-Premise ERP, weil das vielleicht bei Ihnen im Unternehmen, im Konzern die eigentliche Property ist. Und Sie haben dann trotzdem die Cloud, um eine Kollaboration auch übers Internet auch digital machen zu können. Unsere Kunden, die waren da gerade aufgezählt. Vielleicht einmal kurz zur, ich gehe noch einmal kurz zurück. Wir bedienen Kunden sowohl vom Mittelstand als auch bis zum DAX-Konzern mit der Lösung, die wir hier auch vorstellen werden, mit dem MyCut-Szenario, werden wir auch die SAM-Systeme ablösen. Viele Kunden, ich glaube, es gibt weltweit 3000 SAM-Installationen, die werden wir gerade mit dem MyCut-Szenario ablösen, indem wir das auch vereinfachen, weil unsere Cloud direkt mit dem SAP auch insbesondere Modul MM, Materialwirtschaft, direkt verdrahtet wird. Und dann bedarf es keines SAM-Systems mehr. Ja. Zu der Herausforderung im ERP, warum machen wir das überhaupt so, das ERP-System? Es ist, wie gesagt, hinter der Firewall. Es hat auch eine Usability, die von Ihnen, die das schon damit arbeiten oder es gesehen haben, mit einem Sub-GUI, das ist ja eine Entwicklung, die ist mittlerweile 30 Jahre alt, nicht browserfähig und da gibt es halt viele Möglichkeiten, die einem Benutzer verwehrt werden. Was auch fehlt ist im ERP, ist das Guided Buying, den Benutzer durch die Einkaufsprozesse zu führen. Das sehen Sie dann aber auf der nächsten Folie. Also unsere Idee und auch die Lösung heißt, wir machen eine moderne Oberfläche in den modernsten Technologien, Material Design, UI5 heißt das heute auch, oder HTML5, es ist nicht das UI5 der SAP, und wir machen das Ganze in Echtzeit. Die Maßnahmen, wir haben eine autarke Echtzeitkommunikation zwischen Cloud und zwischen dem SAP-System. Und eins kann ich Ihnen sagen, wir sind bisher die einzigen auf dem Markt, die das in dieser Variante machen. Wenn Sie sich andere Einkaufslösungen anschauen, die haben ein Duplikat in der Cloud
vom Einkaufssystem und ganz zum Schluss werden die Daten erst ins SAP-System repliziert wie eine Bestellung. Wir arbeiten aber autark auf dem SAP-System, zum Beispiel auf der Bestellanforderung. Unser Erfolg mit dem neuen Real-Time-Procurement ist, dass die ERP-Regeln bestehen bleiben. Also im ERP habe ich die Finance, Controlling, Anbindung, ich habe meine Kostenstellen, ich habe meine Lieferantenstammdaten und ich muss das Ganze jetzt nicht, wie im Vergleich zu einem Ariba, Coupa-System und allen anderen, ich muss das Ganze gar nicht in die Cloud irgendwie replizieren und die Logik nachbauen, sondern wir sagen, wir arbeiten auf dem ERP-System als solches. Also das heißt, ERP ist das führende System. Wenn wir über die Cloud eine Bestellanforderung anlegen, dann erzeugen wir die im SAP-System. Das heißt, wir haben überhaupt keine Bestellanforderung in der Cloud. Das sehen Sie aber auch gleich in einer Demo. Ja, letzte Folie, bevor es in die Demo reingeht. Das Guided Buying verstehen wir auch als Multi-Channel-Einkauf. Und zwar wollen wir den Benutzer durch den Einkaufsprozess führen anhand unterschiedlicher Kanäle. Und die Suchmaschine, wie es auch eine Google macht im Internet, unsere Suchmaschine bringt den Benutzer in den richtigen Prozess. Das kann zum einen sein der Katalogprozess. Das sehen Sie hier, Kataloge, Marktplätze, die einzelnen Stufen. Und die Suchmaschine entscheidet letztendlich, über welchen Prozess der Benutzer, der Anforderer letztendlich geführt wird. Und es geht auch ganz weit hinten, selbst auch zum Sourcing. Das heißt, im Sourcing-Bereich können wir auch Preisanfragen an Lieferanten schicken. Lieferanten stellen Angebote an und diese Angebote können dann direkt bestellt werden. Jetzt schauen wir uns das live am System an und machen einen kurzen Ausflug. Das ist unser Real-Time Procurement, der Startbild. Und wir starten einfach mal mit einer Suche nach einer Jura Impressa Suchmaschine. Ich bekomme hier einen Vorschlag angezeigt. Was Sie in der Zwischenzeit auch sehen, ganz links, werden mir auch Treffer der Marktplätze angezeigt. Wir haben derzeit die Marktplätze, die Sie hier sehen. Amazon Business ist jetzt demnächst auch noch dabei. Ich habe Zugriff in Echtzeit auf die Artikel, die über Marktplätze angeboten werden. Warum haben wir Marktplätze? Damit wir auch über ein Einkreditorenmodell nicht immer einen Lieferanten anlegen müssen, um dort etwas zu bestellen, sondern da helfen uns auch die Marktplätze, die funktionieren für uns wie ein Einkreditorenmodell. Da schauen wir gleich mal rein. Ich habe hier ein Beispiel meiner Jura Impressa Maschine und kann mir hier den Artikel einmal anschauen. Ich kann hier auch auf der linken Seite eine Schnellnavigation durch das System durchklicken. Ich sehe hier eine Kurzbeschreibung. Staffelpreise können auch angezeigt werden. Hier unten sehe ich Zusatzartikel, das heißt Zusatzartikel, die zum Beispiel die Aufstellung der Jura-Maschine muss einfach mit dazu bestellt werden. Zubehör, was ich noch mit dazu bestellen kann. Und wenn ich jetzt diesen Artikel in den Einkaufswagen lege, unten habe ich noch Kundenbewertungen. In vielen Fällen schalten wir es auch ab, weil es der Kunde nicht möchte. Und wenn ich das jetzt in den Einkaufswagen lege, dann habe ich hier in dem Einkaufswagen die ersten beiden Artikel, also die Aufstellung der Jura-Maschine ist als Unterposition gleich mitbestellt und das erzeugt mir auch die SAP-Bestellanforderung. Das sehen wir dann gleich. Jetzt nehmen wir noch einmal einen anderen Artikel und zwar nehmen wir einen Putzeimer eckig. So, Putzeimer eckig, ich habe jetzt nur einen Treffer gefunden, angenommen, ich möchte jetzt meine Küche reinigen, wo die Kaffeemaschine reingestellt werden soll und möchte auch die Dienstleistung mitbestellen, alles in einem einzigen Warenkorb, in einer einzigen Bestellanforderung. Dieser Artikel gefällt mir nicht, ich kann aber hier auch auf den Marktplatz umschalten. In dem Beispiel kann es PSG, Unite, Amazon, wir sind offen für alle Marktplätze. SourceEdge ist unser erster Marktplatz in Asien, der ist auch live. Und ich kann jetzt über die gleiche Oberfläche, ohne dass ich das System verlasse, das kennen Sie heute vielleicht auch von Idealo. Bei Idealo kann man manchmal auch direkt shoppen, aber meistens als Consumer und nicht im Bereich B2B als Unternehmen. Ja, ich habe jetzt hier die Anzeige auch von so einem Putzeimer und kann das Gleiche hier gleich bestellen und das auch in den Einkaufswagen hinzufügen. 10 Stück wird mir hier schon als Mindestmenge vorgestellt. Ich habe Staffelpreise, ich habe unten Versandkosten. Und ich füge das in den Einkaufswagen hinzu. So, als nächstes hätte ich noch ein Beispiel einer Dienstleistung oder auch einer Freitextbestellung. Wir arbeiten hier über Formulare
Zum einen gibt es das ganz einfache Formular, das wäre ein Freitextformular, wo ich jetzt einfach über Felder, ich mache es noch ein bisschen größer, auch eine Reinigung mit dazu bestellen kann, einen Preis eingebe, eine Warengruppe auswähle und eine Menge. Hier an diesem Formular wird interessant, dass wir hier eine Lieferantenauswahl haben. Und das ist jetzt ein Beispiel für Echtzeit. Wenn ich hier nach einem Lieferanten suche, dann suche ich gegen das SAP-System. So, diese Suchhilfe hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, aber das machen wir dann gleich nochmal. Ich habe jetzt diesen Einkaufswagen hier an dieser Stelle. Und jetzt wollen wir vielleicht mal die Kostenstelle ändern. Dann klicke ich hier auf die Reinigung und gelange jetzt über diesen Artikel, über die Reinigung. Wenn ich die jetzt eine Kostenstelle ändern möchte, dann kann ich die Kostenstelle hier unter Kontierung mit ändern. Gehen wir mal hier auf die Jura-Maschine. Hier rechts habe ich eine Schnellnavigation. Das heißt, ich kann nach Lieferadresse, nach Kontierung runterscrollen und bekomme hier die Möglichkeit, nach Kostenstellen zu suchen. Und das sind Kostenstellen, die wirklich aus dem SAP-System kommen. Weil, wie gesagt, ich habe gesagt, wir machen das Ganze in Echtzeit, Ergebnisliste anzeigen. Und wir haben die Kostenstellen jetzt nicht in die Cloud repliziert, sondern wir haben diese Kostenstellen in Echtzeit, greifen wir sie aus dem SAP-System ab. Und jetzt kann ich eine Kostenstelle auswählen. Und dadurch vereinfachen wir diesen Prozess natürlich um einiges, weil wir keine Duplikate, keine Replikation haben in die Cloud und die, wie ich schon gesagt habe, ERP-Logik bleibt bestehen. Wenn ich jetzt eine falsche Kostenstelle aussuche, dann kann ich die Bestellung oder die BANF kann ich nicht absetzen, weil mir das SAP-System eine Fehlermeldung liefern würde. So, wir haben jetzt diese vier Artikel und ich mache jetzt einfach einen Artikel, wollte ich Ihnen noch zeigen, zu den Formularen, auch im Bereich Service. Unsere Formulare sind natürlich dynamisch aufgebaut und sind über einen Webform-Editor, kann der Kunde sich diese Sachen auch selber zusammenbauen. Und wenn wir jetzt in so einen Catering-Prozess gehen als Beispiel, dann kann ich auch frei definieren, wo ich hier freie Felder. Ich kann zum Beispiel nach einer Uhrzeit hiermit selektieren, wann ich den Catering haben möchte. Hier ist Auswahl der Bewirtung, Kaffee, Tee, Gebäck. Und ich könnte jetzt auch die Teilnehmer mit eintragen in dieses Formular. Und das ist das Formular, was quasi für diesen Prozess Catering gebaut wurde. Und genauso gut haben wir Formulare oder der Kunde kann sich Formulare für Consulting zusammenbauen und für unterschiedliche Dienstleistungsbereiche. Ich mache mal jetzt aber weiter und bestelle einfach den Einkaufswagen, wie ich den vorher hatte. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal auf Ändern. Das ist jetzt, Sie sehen schon, Purchase Requisition. Es handelt sich um diese Bestellanforderung. Ich bin gerade in einem Edit-Modus, könnte hier noch meine Lieferadresse auf Kopfebene pflegen oder Kontierung auf Kopfebene oder auf Positionsebene. Die Kontierung hatten Sie ja gerade im Artikel gesehen und kann das Ganze jetzt bestellen, einreichen. Und wenn ich das jetzt einreiche, dann ist im SAP die BANF erstellt worden mit der Nummer 1754. Und diese Bestellanforderung ist in Echtzeit. Ich sehe das hier auch unter MyCards. Wenn ich mir diese Liste hier anschaue, dann sind das die Bestellanforderungen aus dem SAP-System. Das ist ganz wichtig. Wir haben diese Belege nicht in der Cloud. Wir haben weder Bestellungen noch Bestellanforderungen, noch haben wir Lieferantenstammdaten in der Cloud. Die Cloud bedient sich der Stammdaten aus dem SAP-System. Und das sind jetzt gerade die Banden, die ich im SAP-System habe. Ich habe vorhin noch geguckt, ob meine Verbindung zum SAP-System funktioniert per VPN. Ich gucke einmal kurz rein, ob ich da reinkomme. Dann könnten wir Ihnen das einmal zeigen. Aber das wird wahrscheinlich wegen dem Tunnel, der war noch nicht aufgebaut. In der Zwischenzeit können wir vielleicht einmal noch klicken in den MyCard als solches. Aber jetzt kommen wir einmal kurz rein. Ich will Ihnen ein Beispiel noch zeigen, um zu belegen, dass das die echte BANF der Cloud ist. Und zwar nehmen wir jetzt hier in den Beleg 1754. Das heißt, ich gehe hier in die BANF rein.
wähle den Beleg aus, den wir gerade über die Cloud angelegt haben. Das ist die 1754. So, und das sind genau die Positionen, ist für Sie hinten vielleicht jetzt ein bisschen klein. Es sind die Positionen in der SAP-Bestellanforderung. Und der Beleg, den sehen wir in der Cloud, aber es ist der Beleg im SAP. Und jetzt gehe ich auf Ändern und ändere hier an einer Stelle irgendwo die Bestellmenge. Wir haben jetzt von der Jura-Maschine haben jetzt eine bestellt, dann hören wir einfach mal auf 3. Ich speichere. So, und im gleichen Augenblick schaue ich mir das jetzt in der Cloud an. So, da ist die 3. Das heißt, so schnell funktioniert keine Replikation. Ich habe ja 3 im SAP eingetragen und in der Cloud mache ich die Banff im gleichen Augenblick an, auf und ich sehe die 3, die Menge 3 Stück auf der Bestellanforderung. Das heißt, wir haben die Daten in Echtzeit im Zugriff aus dem SAP-System. Und das ist, denke ich, die Story vom Real-Time Procurement. Das Ganze in Echtzeit zu machen. Also wir arbeiten auf den Bestellanforderungen und das Ganze ist dann nochmal kombiniert mit den Stammdaten des SAP-Systems. Also Suchhilfe nach Lieferant, Suchhilfe nach Kostenstelle und so weiter. Ich glaube, das war ein kurzer Vortrag. Ich habe versucht, Ihnen das einmal so veranschaulichen, was wir unter Real-Time Procurement gebaut haben und wie wir auch unser S/4HANA-Szenario der Zukunft auch sehen. Ja, ich habe was gelernt, was eine hybride Cloud ist. Ja, ich habe eine Frage jetzt so vom Praktischen. Habe ich das richtig verstanden, dass man quasi die Lieferanten dann auch gar nicht nochmal zusätzlich registrieren muss, oder? Weil sie nehmen die quasi direkt aus SAP, die Kreditoren. Oder, ne? Also genau. Dieser ganze Aufwand, den man bei anderen Plattformen hat, jetzt zum Beispiel Ariba oder anderen Systemen, wo man die ja extra nochmal registrieren muss, das ist bei Ihnen genau, bei uns gar nicht, weil Sie die ja schon rausnehmen. Genau, bei uns fällt das alles SAP, weg. Oder? Es fällt alles weg, weil den Kreditoren, den brauche ich sowieso eben als Stammdatensatz im SAP-System und wir replizieren das nicht und legen den auch in der Cloud. Wir kennen den auch gar nicht. Also unsere Belege arbeiten mit den Daten im SAP, genau. Und das ist ein immenser Vorteil, wenn man sich die Schwierigkeiten auch vieler Systemimplementierung anschaut. Das ist ein Hindernis weniger für uns. Und wie schnell ist man startfähig jetzt von Unternehmen, die früher andere Systeme hatten? Also wenn ein Kunde sein SAP nicht groß zerschraubt hat, dann haben wir innerhalb von wenigen Wochen oder ich sag mal 2-3 Monaten, können wir ein autarkes System haben, was in einem Pilot läuft. Man muss gucken, weil in dem Zusammenhang wird manchmal umgebaut, dann wird der Workflow umgebaut, dann soll das anders funktionieren und das sind dann so Baustellen, die sich dann immer öffnen. Die sich, wenn man die Transparenz schafft, sozusagen zeigen, dass man da was verändern muss. Genau. Haben Sie noch eine Frage, meine Damen und Herren? Sonst gibt es auch den Stand natürlich, wo Sie persönlich mit Herrn Moll sprechen können. Genau. Wenn Sie Fragen haben, wir stehen hinten rechts, dann stehe ich gerne bereit. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich für das zahlreiche Erscheinen bei der letzten Veranstaltung, bei Herrn Moll für die interessante Präsentation. Und damit, glaube ich, ist jetzt Mittagspause angesagt. Ne? Gut. Ja. Dankeschön.